Herzlich willkommen zu meinem neuen kleinen Projekt. Ich werde mit euch ein bisschen in Final Fantasy 14 Online mit dem Add-on Heaven's Sword, ich glaube, so wird es ausgesprochen, reinschauen. So, ich muss als erstes einen neuen, genau, des Chaos. Mir wurde empfohlen, dass ich Shiva spielen soll, also auf den Server Shiva. Mal gucken, ob ich darauf komme. Aber komplett an. Okay, neuer Charakter erstellen. Ja. Gut, wir gehen einfach mal die Charakterklassen durch, beziehungsweise erstmal die Rassen, die wir haben. Denn ich weiß noch nicht genau, was ich spielen werde. Wir haben die Hyran. Ich glaube, so werden sie ausgesprochen. Ich bin nicht ganz sicher. Wir werden es wahrscheinlich später im Spiel genau erfahren, wie sie ausgesprochen werden. Die Hyran sind in der Vergangenheit in drei große Völkerwanderungen von den umliegenden Kontinenten und Inseln nach Azera geströmt und bilden nun den größten Teil der Bevölkerung. Sie waren die treibende Kraft hinter den rapiden kulturellen Entfaltungen Azeras. Begründet in der Unterschiedlichkeit ihrer Herkunftsgebiete liegt sowohl ihre facettenreiche Persönlichkeit als auch ihre schwach ausgeprägten Volksbewusstsein. Ihr freiheitsliebendes Naturell ist ihnen jedoch allen gemein. So, was ich auch vorgesehen habe, wir können hier auf individuell gehen, dann bewegen sie sich ein bisschen. Allerdings stöhnen sie dann zwischendrin auch mal, aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir können dann hier gucken, wie sie nackt aussehen, aber das werden wir jetzt... Darauf gehen wir nicht so weit ein. Was aber schön ist, wir können hier unterschiedliche Hintergründe machen. Also auch sehen, wie die dann sozusagen in der Spielwelt aussehen würden. Das finde ich eigentlich ganz nett. Aber um es neutral zu halten, gucken wir uns erstmal die Welt an. Seht ihr, er stöhnt. So, dann gibt es natürlich immer auch noch einen weiblichen Aspekt, den wir uns angucken werden. Und wenn wir uns dafür entschieden haben, gibt es nämlich noch Unterklassen. Und die werden wir uns auch betrachten jeweils. Wiesenländer. Der Vollstamm der Wiesenländer macht die große Mehrheit im Volke der Hyran aus. Man kann sie in ganz Azeroth antreten, besonders in den großen Städten, wo sie für die verschiedenen Gilden aktiv sind. Oder es gibt die Hochländer. Der Name... Darf ich? Danke. Der Name erhielt der Vollstamm, weil sie im Hochland von Cree Abania niederließen und dort die Befestigungen für geraume Zeit sein darf. Entschuldigung, ich muss aber von vorne. Den Namen erhielt der Volksstamm, weil er sich im Hochland von Garin Albania niederließ und dort in Bergfestungen, jetzt habe ich es, Bergfestungen, für geraume Zeit sein Dasein fristete. Im Allgemeinen sind die Hochländer, gestählt durch das harte Bergleben, größer und muskulöser als die ihnen verwandten Wiesenländer. Nach dem Fall von Almigos. Nach dem Fall von Almigos flohen viele von ihnen ins Exil nach Uldar, wo sie sich meist als Söldner verdingten. Okay, die haben Stärke 3 Konstitution, während die 23... Okay, die sind ein bisschen schwächer. Dafür sind die hier ein bisschen intelligenter. Okay, wir gehen wieder zurück. Die Elesen. Weiblicher, männlicher. Weiblicher, männlicher. Wir bleiben bei beiden. Elesen. Die Elesen sind stolze Nomaden, die sich selbst als auserkorene Götter betrachten. Mit ihren großen, schlanken Körpern und ihren langen Gliedmassen haben sie als ursprüngliche Einwohner Azeroth eine Vormachtstellung inne. Nebenbei lebten sie auch etwas länger als beispielsweise die Huron. Doch vorbei sind die Zeiten, in denen sie verbittert mit den Hyran kämpften, als diese in ihr Territorium eindrangen. Heute akzeptiert man sich unter dem Motto Leben und Leben lassen. Wir gucken auch hier an, was es da für zwei Klassen gibt. Also zwei Unterrassen. Mhm. Es gibt die Erlschatten. Dieser Volksstamm lebt in alten Zeiten zurückgezogen in den Tiefen der Wälder. Doch viele von ihnen findet man nun in Isgard und Cridania, den Städten, an deren Gründung sie beteiligt waren. Oftmals können sie etwas arrogant oder schulmeisterisch wirken. Doch in Wahrheit... Doch in Wahrheit lieben Erlschatten einfach die Ordnung. Sie haben Grundsätze und hohe Ideale und an diesen halten sie fest. Dunkelalben. Seit vielen Jahrhunderten führen die Dunkelalben ein Schattendasein in den dämmerigen Höhlen der Waldgebiete Azoras. Bei der Gründung Cridanias trennten sich ihre Wege von denen der Erlschatten. Die Dunkelalben folgten ihnen nicht in die Stadt.
Sie verachten das geschäftige Treiben, sogar das vergleichsweise ruhige Gridania, und es liegt in ihren einzelgängerischen Natur. Es liegt in ihrer einzelgängerischen Natur, dass ihnen jede Bindung und Einschränkung aufs Äußerste widerstrebt. Okay, die sind, glaube ich, ein bisschen stärker, die Dunkelelben. Aber, oh, und auch intelligenter. Das ist auch interessant. Haben auch ein bisschen mehr Willenskraft. Wo sind denn schwächer? Frömmigkeit. Also sie sind die schlechteren Priester wahrscheinlich, wenn Frömmigkeit, oder ich denke mal, FRM wird wahrscheinlich Frömmigkeit sein. Ich bin nicht ganz sicher. So, dann gibt es die Lalafell. Och, die sind ja süß. Lalafell. Ihr kindliches Aussehen macht es nicht gerade einfach, ihr Alter zu schätzen. Aber ungeachtet ihrer kleinen Statur sind die Lalafell unglaublich flink zu Fuß. Früher lebten sie als Ackerbauern betreibende. Früher lebten sie als Ackerbauern betreibende Stämme auf den südlichen Inseln. Doch der Handel ließ sie immer weiter ins innere Essos vorstoßen. Sie sind freundlich und mitteilsam und unterhalten zu allen Völkern gute Beziehungen. Jetzt bin ich mal gespannt, was es da für Untervölker gibt. Heimlinge. Die Heimlinge haben sich in den weiten Ebenen von Lanaskos niedergelassen. Viele widmen sich der Landwirtschaft. Doch es ist auch nicht ungewöhnlich, dass sie in Limas Lamosia anzutreffen. Sie in Limasa Luminisa. Wo auch immer das sein mag. Anzutreffen, wo sie als Fischer und Matrosen arbeiten. Sie sind unbekümmerte Gesellen, doch sie haben auch oft ihre eigene Vorstellung. Und die können sie auch durchsetzen, wenn es darauf ankommt. Und die Sandlinge. Habe ich jetzt keine. Also, ist einfach nur ein bisschen die Haare anders. Und die Ohren. Sandlinge. Die Sandlinge kommen aus der flührenden Hitze der Wüste. Von Tanala. Sie waren es, die Ulda mit eigenen Händen aufgebaut haben. Und zu einem guten Teil sind sie auch die Begründer des Reichtums der Stadt. Ihre Spontanität und ihre praktische Veranlagung ergänzen ihre untrüglichen Gesellschaftssinne hervorragend und lassen sie eine günstige Gelegenheit sofort beim Schopfe packen. Okay, ich glaube, die sind ein bisschen schwächer. Ja, die haben auch dieses Frimm ein bisschen besser, was auch immer das ist. So, dann haben wir die Mikoten. Weiblich, männlich, weiblich. Und die haben, glaube ich, ein Schwänzchen. Das sind so Katzenbabys. Mikoten. Sie sind Nachfahren eines Volkes von Jägern und Sammlern, die im Zeitalter des langen Eises die zugefrorenen Meere überquerten. Dank ihres scharfen Geruchssinns und ihrer starken Beine sind sie zum Jagen prädestiniert. Sie bilden in Essora nicht nur eine Minderheit, sondern leben auch häufig als Einzelgänger, da sie wie Raubkatzen eigene Reservoire beanspruchen. Bei männlichen Mikoten ist dies Verhalten besonders ausgeprägt. Jetzt bin ich mal gespannt, was da für Unterklassen sind. Also Unterstämme. Okay. Goldtatzen. Die Mikoten dieses Volksstammes haben sich diesen Namen selbst gegeben. Offenbar deswegen, weil viele von ihnen Anhänger der Sonnengöttin Aesima sind. Am häufigsten trifft man Goldtatzen in Einöden, wie der Sagoli-Wüste. Aber sie leben auch in Städten, viele von ihnen in Limsa Lomisa, wie auch immer. Und die Mondstreuner. Wie die ihnen verwandten Goldtatzen haben die Mondstreuner diesen Namen selbst gewählt. Weil viele von ihnen Anhänger der Mondgöttin Menfina sind. Viele Mondstreuner leben in Finsterwald, fernab der Zivilisation, wo sie nachts auf Jagd gehen. Trotz ihres schlechten Rufs als Wilderer siedeln in letzter Zeit immer mehr von ihnen nach Gridania. Okay. Die sind ein bisschen geschickter. Auch ein bisschen stärker. Aber dafür haben die um einiges mehr Willenskraft, okay? Also ich denke mal, WLK ist Willenskraft. Ist immer so schwierig, wenn man nicht keine Ahnung hat, was die einzelnen Attribute bedeuten. Röygardin. Das sind so die Stämmigen. Die Röygardinen sind kaum zu übersehen. Ihr stämmiger Körper strotzt nur so vor Muskeln.
und sich gegenseitig und Tollkühnheit zu übertreffen, gehört zu ihren Bräuchen. Die Vorfahren der Röntgerwien nannten das Nordmeer ihr Zuhause, bis eine große Zahl ihrer Schiffe nach Süden, nach Ezra, lenkte. Manche sehen es als barbarisches Volk, doch vielleicht sollte man vielmehr ihre Zuverlässigkeit und ihre unerschütterliche Loyalität würdigen. Eigenschaften, dank derer viele der größten Krieger der Geschichte aus ihren Reihen hervorgingen. Okay, wir gucken, was es da für Unterstämme gibt. Seewölfe. Die Seewölfe waren einst brutale Piraten von den Inseln hoch oben im Nordmeer, die die Küstenbewohner in Angst und Schrecken versetzten. Nach ihrer Ankunft in Erosor aber besannen sie sich auf ihre friedfertigen Wurzeln, sodass die meisten heute als Fischer oder Fährleute ihr Unterhalt verdienen. In ihrer Namensgebung bewahren sie aber das Andenken an ihrer Wurzeln, denn stets wählen sie dafür Wörter aus der Sprache ihrer Vorfahren. Und die Lohngarde. Lohngarde, der kleine Volksstamm der Lohngarde, lebt seit Generationen in den zerklüfteten Bergen im Norden von Alplat, was auch immer, Grückgrat. Der ungewöhnliche Lebensraum und ihre rotbraune Hauptfärbung brachten ihnen den Namen Lonegard ein. Lohngarde. Lohnegard? Lohngarde, keine Ahnung. Dass sie sich meist leicht zu merkende Namen geben, darf man wohl als Zugeständnis an ihre Arbeitgeber betrachten, den traditionell. Denn traditionell verdingen sich sehr viele Angehörige der Lohngarde als Söldner, also dementsprechend dann Lohngarde. Sicher ist es nicht zuletzt ihr beeindruckender Körperbau, der ihnen für ihre Dienste als Gardisten und Leibwächter höchste Wertschätzung sicherte. So. Und die letzte Klasse, die kommt wahrscheinlich, ist, wenn ich mich richtig informiert habe, nur durch das Add-on verfügbar, sind die Aura. Aura. Die Wurzel der Aura liegen auf dem weit im Osten gelegenen Kontinent Offrad. Typisch sind die panzerharten Schuppen im Gesicht, die sich zu vielgestaltigen, ornamentartigen Dornen ausformen. Kühn geschwungene Hörner gelten nicht nur als Zeichen von Attraktivität, sie beherbergen auch den Gehörsinn und die räumliche Wahrnehmung. Das ist ein deutlicher Beleg dafür, dass die Aura keineswegs mit den Drachen verwandt sind. Wie oft fälschlich angenommen wurde. Denn Drachenhörner fehlt diese Fähigkeit. Außerdem unterscheiden sich die Männer mit ihren kräftigen Körperbauen stark von den typischerweise zierlichen und flexiblen Frauen. Ein Charakteristikum, die bei den Drachen nicht zu beobachten ist. Okay, was haben wir da für Unterklassen? Untervölker? Sailor. Dunkel schimmernde Schuppen kennzeichnen diese Aura. In ihnen sind die Eigenschaften der Mutter der Abenddämmerung verkörpert. Die Urmutter des Stammes der Schöpfungs die Urmutter des Stammes im Schöpfungsmythos. Kühn und verwegen und außerordentlich geschickt im Kampf. Sie leben nomadisch und ziehen seit unzähligen Generationen in engen Familienverbänden von Ort zu Ort. Und die Rhäinen. Hell glänzende Schuppen sind das Merkmal dieses Volksstammes, der Aura. Sie tragen die Wesenszüge des Vaters der Morgendämmerung in sich. Des Urvaters des Stammes, wie der Schöpfungsmythos ihn beschreibt, ruhig und ausdauernd und selbst größten Strapazen gewachsen. Ihre Heimat liegt im zerklüfteten Grenzland des östlichen Kontinents und nur selten verlassen die Abenteuerlustigen unter ihnen die Täler, um ferne Länder zu erforschen. Gut, ich glaube, ich werde Mikotendame spielen. Die gefällt mir. Okay, und als Vollstamm nehmen wir die Goldtatzen. So. Da können wir jetzt noch ein bisschen das anpassen. Wir machen. Können wir groß. Ja, machen wir Mittel.
Brustumfang. Ja, so. Hautfarbe. Einfach mal gucken, was für Aspekte es gibt. Ja, das sieht doch nett aus. Schwanzform. Drehe ich mal um. Nehmen wir etwas Wuschliges, so. Schwanzlänge. Einen kurzen, sonst... So, dann Frisuren. Eigentlich gefällt die mir schon relativ gut. Auch nicht schlecht. Okay, man hat auf alle Fälle haufenweise Auswahl. Okay. Mit Sweatlocks, auch nicht schlecht. Okay, ich glaube, ich nehme die hier. So, Haarfarbe. So ein bisschen rötlich ist ja schon gut, aber ich stehe ja komplett auf Rot. Nein. Ja, schön. Gesicht. Nehmen wir das hier. Gesichtskonturen. Ich glaube, ich muss das mal stehen machen, weil sonst kriege ich das. So, was haben wir hier noch? Ich sehe da gar keinen Unterschied in Gesichtskonturen. Ah, doch, ein klein bisschen die Wangenknochen. Ja, passt schon. Augenformen. Sind so minimal die Änderungen. Nehmen wir die hier. Größe der Iris. Okay, das macht da auch nicht so viel Sinn. Augenfarbe. Ja, da will ich so Katzengrün haben. Das sieht doch cool aus. Oh, verschiedene Augenfarben können wir haben. Das ist ja cool. Genau, schön. Das sieht cool aus. Mit zwei unterschiedlichen Augenfarben. Augenbrauen. Ah ja, da sieht man schon eher eine Unterscheidung bei den Augenbrauen. Ja, nehmen wir die hier. Nase. So, die hier. Mund. Lippenfarbe. So, Gesichtsbemalung. Einen kleinen Punkt, dann eine kleine Narbe. So, ohne Narben. Ich mag keine Narben. Also, nicht unbedingt bei meinem Charakter. Warte, jetzt hat die doch Narben. Die soll keine Narben haben. Ah, die muss ich rausnehmen, okay. Okay, Tattoos. Ja, macht jetzt bei ihr nicht so viel Sinn, weil das normale Gesichtsfarbe sieht schon tattoo-mäßig aus. Ja. Okay. Dann, was haben wir? Merkmale. Das ist eigentlich eher wie Tattoos. Mach das hier. Ah, das ist Lidschatten. Okay. Dann haben wir hier. Aha, so, Bandusche. Ja, sieht man auch nicht. Ja, brauche ich eigentlich auch nichts. So, okay. Brauchen wir auch nicht Merkmal. Stimme. Ah, das ist ja cool. Dass die da auch sich bewegen. Ja. Ich finde es echt witzig.
Das nehme ich. Okay. Achso, die sind für alle, okay. Ja, ich nehme die hier. Okay. Ich glaube, wir sind durch beim Aussehen. Stellung speichern. Ja. Speicherslot. Kommentar. Filz. Goldtatze. Doch, Goldtatze. So, bestimme den Namenstag deines Charakters. Lichtmond. Ah, komm, die wird heute geboren. Das ist Januar. Dann heute ist der 31. Dann hat sie heute. Ja, im Prinzip der letzte des Monats. In dem Fall ist 32. Okay. Mhm. Schutzgötter. Die haben echt an vieles gedacht bei der Charakterstellung. Jetzt sind wir schon 23 Minuten nur bei der Charakterstellung drin und wir haben noch nicht mal die Klasse. Okay. Hallone. Sie ist die Göttin der Gletscher und des Krieges und die Schutzgöttin Isengards. Ihr Element ist das Eis und der erste Mond des Jahres steht unter ihrem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist sie die Tochter Ralgards und Nofitikas Erzfeindin. In der Kunst wird sie als unbeugsame Kriegerin mit bronzenem Schild dargestellt. Rüstung und Waffen sind ihr Symbol. Ah, da kriegt man dann bestimmte also Resistenzen wahrscheinlich. Menfina, sie ist die Göttin des Mondes und der Liebe. Ihr Element ist das Eis und der zweite Mond des Jahres steht unter ihrem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist Esinas Stiefschwester und Oshas Geliebte. Esimas Stiefschwester und Oshas Geliebte, okay. Sie wird in der Kunst oft als tüchtiges Hausmädchen mit einer runden Pfanne dargestellt. Ihr Symbol ist der Vollmond. Er ist der Gott der Flüsse und der Weisheit und der Schutzgott Schalaians. Sein Element ist das Wasser. Der dritte Mond des Jahres steht unter seinem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist er der Vater Lyminaleas und Byrigalgots Lehrmeister. Gott, was ist das für ein Name? In der Kunst wird er als schüchterner Gelehrter mit Eschenstab dargestellt. Sein Symbol ist die Schriftrolle. Numelia, sie ist die Göttin der Planeten und des Schicksals. Ihr Element ist das Wasser und der vierte Mond des Jahres steht unter ihrem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist sie Alytiks jüngere Schwester und Relgas Herrin. In der Kunst wird sie oft von einem Schleier aus weißer Seide verborgen und mit einem Spinnrad dargestellt, welches auch ihr Symbol ist. Lymimalin. Sie ist die Göttin der Weltmeere und der Seefahrt und die Schutzgöttin Limsa Luminisas. Ihr Element ist der Wind und der fünfte Mond des Jahres steht unter ihrem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist sie Talikas Tochter und Nofinikas ältere Schwester. Sie wird von Künstlern als kräftige Fischerin mit langer Harpune dargestellt. Ihr Symbol sind Wellen und Schiffe. Oshon. Er ist der Gott der Berge und der Vagabunden. Sein Element ist der Wind und der sechste Mond des Jahres steht unter seinem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist er Naltehils Blutsbruder und eng mit Helen befreundet. Er wird von Künstlern gerne als sorgloser Jäger mit einem Eichenbogen dargestellt. Sein Symbol sind der Wanderer und Hirtenstab. Beirigott. Er ist der Gott der Bauwerke und der Handwerker.
Sein Element ist der Blitz. Der siebte Mond des Jahres steht unter seinem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist er Taliks Schüler und Helons älterer Bruder. Künstler stellen ihn als aufrechten Schmied mit großen, doppelköpfigen Eisenhammer dar. Sein Symbol ist die Hand. Galgr. Er ist der Gott der Kometen und der Zerstörung und der Schutzgott aller Migos. Sein Element ist der Blitz. Der achte Mond des Jahres steht unter seinem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist er Numions Diener und gleichzeitig Balgots und Helens Vater. Künstler stellen ihn als Magier mit einem Messingstab dar. Sein Symbol ist der Blitz und der Komet. Aizimir. Sie ist die Göttin der Sonne und des Rechts und ihr Element ist das Feuer. Der neunte Mond des Jahres steht unter ihrem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist sie die große Schwester Nenfinas und ebenfalls eine Tochter Alytyks oder so ähnlich. Die Künstler zeichnen sie oft als erhabene Dame mit einem gelben Fächer. Ihr Symbol ist die Sonne. Nantenthal. Sie ist der zweigesichtige Gott des Handels und der Unterwelt und der Schutzgott all das. Ihr Element ist das Feuer und der zehnte Mond im Jahr steht unter ihrem Stern. Nach allgemeiner Auffassung sind Nalt und Tal Zwillinge. Die beiden Götter sind... Künstler stellen sie oft in Gestalt eines scharfsinnigen Kaufmanns und einer Waage dar. Ihr Symbol ist uraltes Muschelgeld. Nofika. Sie ist die Göttin des Bodens und der Fruchtbarkeit und die Schutzgöttin Kriandias. Ihr Element ist die Erde. Der elfte Mond des Jahres steht unter ihrem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist sie die Tochter Azymias und die jüngere Schwester Lyminals. In der Kunst wird sie oft als muntere Bäuerin mit stählerner Sense dargestellt. Ihr Symbol ist der Ehrenbund. Und Altyk. Er ist der Gott der Gravitation und der Zeit. Sein Element ist die Erde. Und der zwölfte Mond des Jahres steht unter seinem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist er Numias älter Bruder und der Vater Asymians und Nefinas. Künstler stellen ehrfürchtig als strengen Kaiser mit einer Kriegsaxt aus Mithril dar. Sein Symbol ist die Sand- und die Sonnenuhr. So, ich glaube, ich nehme die mit den Händlern. Das hier klingt interessant. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwelche spielentscheidende Auswirkungen hat, aber gerade dieses Zweigesichtige als Händler und Unterwelt, und da ich so ein bisschen Schurke spielen will, ist das gar nicht schlecht. Zumindest am Anfang. Okay. Gladiator. Jetzt kommen wir zu den Klassen. Nach 29 Minuten. Gladiator. Gladiatoren sind Meister der Schwerter. Egal, ob sie dabei um ein- oder zweihändige Klingen, Krummsäbel oder Langschwerter handelt. Im Kolosseum lernen Gladiatoren auf schmerzhafte Weise, sich unterschiedlichen Situationen anzupassen. Während sich geschickte Hiebe gegen ihre Gegner führen, schützen sie mit Schilden sich selbst und ihre Kameraden. Bei Bedarf verzichten sie auf Schilde und konzentrieren sich da ganz auf den Angriff. In jedem Fall kämpfen die immer noch an vorderster Front, wo sie Aufmerksamkeit der Feinde auf sich ziehen, um ihre Mitstreiter zu entlassen. Startstadt in dem Spiel Ulda. Ah ja, hier unten. Das finden wir noch. Im Süden von Alderaat erhebt sich inmitten der trostlosen Wüste die Handelsmetropole Uldad, deren Stadtbild von den massiven Stadtmauern und dem kolossalen Palast im Zentrum geprägt ist. Offiziell wird Ulda von einer Sultana regiert. Doch im Hintergrund ziehen die sechs Oligarchen des Scorpio-Kreises die Fäden. Der enorme Wohlstand der Stadt resultiert aus dem Handel, dem Textilgewerbe sowie dem Bergbau. Berühmt-berüchtigt ist die Perle der Wüste für die materialischen Kämpfe im Kolosseum und die einschlägigen Vergnügungstempel. Vergnügungstempel. Da können wir klassentypisch Kleidung sehen. Okay. Wir gucken uns jetzt einfach mal die klassentypischen Kleidung an, wie die dann später aussehen werden. Faustkämpfer. V
Hauskämpfer erdulden hartes körperliches Training, um die traditionelle Selbstverteidigungstechnik zu erlernen. Sie sind Meister des waffenlosen Kampfes und im Umgang mit Faustwaffen aus Metall, Leder oder Knochen. Um möglichst schnell an ihre Gegner heranzukommen, verzichten viele Faustkämpfer auf schwere Rüstung zugunsten der Beweglichkeit. Und sie starten auch in Uldar. Marodeure. Marodeure sind auf den Kampf mit zweihändig geführten Äxten spezialisiert. Auch nicht schlecht. Ihre Strategie ist ebenso einfach wie wirkungsvoll. Mit brutaler Gewalt und hartem Stahl zerschmettern sie die Feinde. Marodeure findet man besonders oft unter Piraten. Doch auch als Söldner und Monsterjäger bringen sie enorme Kampfkraft zur Geltung. Geübte Marodeure nehmen es leicht mit Horden von Gegnern auf und erschlagen selbst die größten Monster. Also okay, Marodeure sind also sozusagen die, Fernkampf, Masseneffekt-Kämpfer. Also sie starten im Limasa Luminasa. Im Süden der Insel Willebrand am Golfe von Romorto liegt die Meeresmetropole Limsa Lumisa. Zwischen vielen kleinen Inseln und Felsen sind große Eisenbrücken gespannt, die zusammen mit der kreidenweißen Häusern die Silhouette der Stadt zeichnen. Zu den wichtigsten Gewerben zählen die Fischerei und der Schiffsbau, das Schmiedehandwerk sowie der Seetransport. Unter dem Oberkommando von Admiral Milwip verfügt Limasa Luminasa über eine starke Kriegsflotte, da es jedoch noch nicht gelungen ist, die Raubzüge der Piratenbande ganz unter Kontrolle zu bringen. Dann gibt es die Pikinier. Pikiniere. Pikiniere nutzen die überlebende Reichweite ihrer langen Stangenwaffen, mit denen sie einen Wirbelsturm aus Schlägen und Stößen entfachen. Dazu gehören Jagdwaffen wie Speere und Harpunen. Aber auch speziell für die Schlacht gedachte Waffen wie Hellebarden oder Langspieß der ruhmreichen mygirischen Gardisten. Ihr breit gefächertes Arsenal und flexible Kampftechniken machen Pikiniere zu äußerst flexiblen und gefährlichen Kämpfern. Und man würde mit denen in Kridania starten, im Osten Aledards, umgeben von dichten Wäldern und wilden Flüssen, liegt der Stadtstaat Crinadia. An den Ufern der Gewässer stehen große, rustikale Holzbauten, die die Stadt ihre einzigartige Atmosphäre verleihen. In Crinadia floriert nicht nur Forst und Landwirtschaft, man trifft auch auf Meister der Schreinerhandwerks und der Gerberei. Außerdem hat in der Stadt das Klagenregiment seinen Sitz. Dieser schlagkräftige Einsatzkommando patrouilliert regelmäßig im Wald und trägt Sorge für die Sicherheit aller Einwohner. Und dann gibt es noch die Waldläufer bei den Kämpfern. Waldläufer, ob mit dem Langbogen der Elesen oder dem Kurzbogen mikotischer Jäger, die Waldläufer sind Meister des Fernangriffs und verstehen sich darauf, Feinde aus der Distanz unter Beschuss zu nehmen. Sie kennen die Schwächen der Gegner und bereiten sich strategisch auf den Kampf vor. Für jeden Einsatz wählen sie ihre Waffen sorgfältig aus und erkunden günstige Positionen, um einen wahren Pfeilhagel auf ihre Gegner niederprasseln zu lassen. Startstadt Granadia. So, und dann gibt es noch die Magier. Da gibt es die Druiden. Druiden nutzen animistische Formen der Magie, um die elementaren Urkräfte der Natur zu manipulieren und daraus Zauber zu weben. Sie kommunizieren mit den Geistern und kanalisieren mit ihren Stäben den Äther, der alles umgibt und ihnen die gewünschten Zauber zu transformieren. Druiden verstehen es meisterhaft, ermattende Körper zu stärken und die Regeneration zu beschleunigen. Startgebiet Crinadia. Traumaturgen, die arkane Kunst der Traumaturgie, entfaltet eine verheerende Macht und bringt Unheil und Verderben über ihr Opfer. Die dafür nötigen Kraft ziehen Traumaturgen aus sich selbst, indem sie mit Stäben und Äther, der ihr Körper durchströmt, kanalisieren. Traumaturgen sind Meister der arkanen Magie, mit der sie grässlichere Wunden schlagen als das schärfste Schwert. Und die starten in Uldar. Und der Hermetiker. Hermetiker. Aus dem südlichen Gefilde stammt die mathematische Weltanschauung, mit der die Hermetiker die Natur beschreiben und die ihr innewohnende magische Kraft manipulieren.
Ha, Mathematiker, das sind also die Nerds unter den Magiern. Mit Hilfe rätselhafter Ethagramme, komplexe geometrische Muster, welche Hermetiker in ihre Grimoire aufzeichnen, können sie mächtige Zaubersprüche sprechen und sogenannte Karfunkel herbeizurufen. Diese magischen Wesen sind Hermetiker treue Gefährte auf ihren abenteuerlichen Weg durch Essora. Okay, das klingt auch interessant. Wir können. Ab Level 10, glaube ich, kann man beliebig die Klassen wechseln, also wenn man die entsprechenden Gilden finden. Aber ich würde sagen, wir fangen mit den Faustkämpfern an. Das macht mich jetzt am meisten an und ich glaube, so als Faustkämpfer mit so einer Katzengattung, das ist am coolsten. So, wir nehmen also die Faustkämpfer. Jetzt können wir noch einmal die Welten bestimmen. Bestimme den Weltserver, auf dem der Charakter erschaffen werden soll. Welten. Welten bezeichnet ein Server für Final Fantasy 14. Die Welt kann im Nachhinein nicht ohne besondere Maßnahmen gewechselt werden. Wenn du mit deinen Freunden zusammen spielen möchtest, solltest du die gleiche Welt wählen, auf der auch deine Freunde spielen. Die Welten sind auf 6 Datenzentren verteilt, die bestimmte Regionen Japan, Nordamerika, Europa zugeteilt sind. Es wird empfohlen, eine Welt zu wählen, die deinem Standort entspricht. Aber grundsätzlich ist jede Welt wählbar. Legacy bedeutet, dass die Welt von Version 1x weitergeführt wurde. Gegenwärtig ausgewähltes Datenzentrum Chaos für Europa. Okay, und da wollen wir ja nicht Legends. Also genau, das ist, glaube ich, wenn die Version 1.0, das ist das, wo ich früher gespielt habe. Also theoretisch, wenn mein Account doch leben würde und ich das weitergespielt hätte, wäre ich jetzt auf Legend, könnte ich auf Ragnarok spielen. Aber ich will ja Shiva. In dieser Welt können keine neuen Charakter mehr erschaffen werden. Du kannst warten, bis wieder Platz frei wird, oder es ist eine andere Welt versuchen. Oh, ich will aber. Schade. Komme ich nicht auf Shiva. Nee, jetzt ist auch. Ah, okay, das ändert sich auch schlagartig. Jetzt ist auch Ragnarök plötzlich voll. Gut, an dem Teil werde ich jetzt einfach mal so lange machen, bis Shiva, bis ich auf Shiva reinkomme. Ich würde sagen, an der Stelle mache ich mal eine kleine Pause und Charakterstellung ist ja soweit abgeschlossen. Name wird dann wahrscheinlich Eisenliesel oder Eisenseelchen in dem Namensbereich wie immer tendiert sein. Und wir sehen uns dann wieder, sobald ich mal hier auf den Server komme. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt. Ciao, ciao.